Liebe Zuschauer, Sie erinnern sich vielleicht, wir haben kürzlich darüber berichtet, dass die Regionalvereinigung der Lebenshilfe Kamenz-Hoyerswerda eine Stiftung ins Leben gerufen hat. An meiner Seite jetzt Bernd Wiesner vom Vorstand der Regionalvereinigung und Stiftungsinitiator. Herr Wiesner, für wen ist diese Stiftung eigentlich gedacht? Eine Stiftung bürgerlichen Rechts ist eine Stiftung der Öffentlichkeit. Das heißt, die dient der Allgemeinheit. Und das kann man nicht jetzt so auf Lebenshilfe speziell beziehen, auf Menschen mit einer geistigen Behinderung oder schwerst mehrfachen Behinderung, beziehungsweise Menschen, die über ein Handicap verfügen, sondern eine Stiftung dient ausschließlich auch der Allgemeinheit. Der Allgemeinheit, das heißt, man legt doch aber sicherlich irgendwo einen Fokus, wen man wie unterstützen will. Das ist von der Seite her richtig. Aber wir sind auch angehalten, Anträge von jedem, der Anspruchsberechtigung hat und einen Antrag stellt, entgegenzunehmen. Und dann obliegt es ja dem Stiftungsrat, der besteht ja aus 7 Personen. Und dann untersteht es auch dem Vorstand, dem Stiftungsvorstand, der aus 4 Personen besteht, darüber endgültig zu entscheiden. Und es gibt ja auch bestimmte Voraussetzungen für einen Beitrag, den wir dann als Lebenshilfe leisten. Die Voraussetzungen wären, Sie sprachen es ja selber gerade an. Es muss eine unverschuldete Notlage sein und der Antragsteller sollte und muss auch alle Bemühungen ausgeschöpft haben zur Beseitigung dieser Notlage, sprich mit Ämtern, Behörden, vielleicht auch mit dem Gericht alle Dinge ausgeschöpft haben, dass er dann auch einen Anspruch auf eine Unterstützung unsererseits hat. Und diese Unterstützung kann sein durch eine Bargeldzuwendung, durch Geld. Es kann auch ein übergangsweise Kredit sein oder über eine Sachleistung. Die wird dann entschieden. So eine Stiftung ruft man ja nicht alle Tage ins Leben. Bei Ihnen war eine nicht unerhebliche Spende der Grund dessen, dass man es getan hat. Wollen Sie ein bisschen mehr darüber berichten? Ja. Die Regionalvereinigung Kamenz-Hoyerswerda hat 2014 aus einer Erbschaft einen 6-stelligen Betrag erhalten. Nun ist ja mal die spannende Frage, was macht man mit so viel Geld? Man kann es bei einem Verein in die Rücklagen stecken oder eine bestimmte, schon lang geplante Ausgabe tätigen. Und dann kam mir die Idee, wenn man sehr viel und lange Auto fährt, hat man ja immer viel Zeit, dann kam mir die Idee, wir gründen eine Stiftung. Das ist die einmalige Chance. Und da habe ich im Mai, am 11. Mai 2015 in der Vorstandssitzung den Antrag gestellt. Und man hat, wie gesagt, einstimmig zugestimmt. Dann war im Ende Juni die Mitgliederversammlung. Ich konnte dort auch alle begeistern und waren Feuer und Flamme. Dort haben sich die ersten gemeldet, die gerne im Stiftungsrat mitarbeiten möchten. Und somit haben wir dann Fachleute, sprich Juristen, die das tagtäglich machen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, zur Hilfe genommen und haben dann die Gründung der Stiftung auf den Weg gebracht. Die Stiftung ist eine, die sich nicht nur von den Zinsen, also diese Zinsen ausschüttet, sondern die sich auch, ich sage mal salopp, selbst verzehrt. Deswegen wird man auch immer wieder Leute brauchen, die dort wieder was hineintun, damit man auch wirklich helfen kann, ne? Natürlich spielt dort auch für uns der Hintergedanke, dass wir Spenden und Zustiftung haben wollen. Und wenn wir heute hier sitzen und das Interview geben, hier in der Wohnstätte in Dörgenhausen, so soll das auch ein Aufruf sein, dass Menschen, die sich A für die Lebenshilfe und B für eine Stiftung interessieren, dass sie sich mit uns in Verbindung setzen. Und dann kann man denen dort auch Hilfe und Unterstützung geben. Das ist natürlich klar. Am Zinsmarkt, um auf den Anfang Ihrer Frage zu kommen, man zahlt ja heute fast noch Strafe, dass wir das Geld bei einer Bank anlegen. Aber wir haben das Geld bei einer Sozialbank angelegt und ich denke, da ist es in guten Händen. Die Stiftung hat den Namen Erika Heimann. Für alle Zuschauer, die mit dem Namen wenig verbinden können, erklären Sie mal bitte, wer die Dame war. Da muss ich das Jahr 1973 aufrufen und dort zurückgehen. Da hat Erika Heimann sie ist ja von Hause aus Lehrerin und Hortnerin und sie hat noch ein Zusatzstudium abgelegt. Und danach hat sie dann 1973 sich damit beschäftigt, Menschen mit Behinderungen, sprich speziell auch Kindern mit einer geistigen Behinderung zu helfen. Sie hat eine Frühförderung und einen Kindergarten eingerichtet und das ging dann soweit für eine Wohnstätte für Menschen auch mit Behinderungen. Und sie war zur DDR-Zeitin auch die Leiterin der Vereinigten Rehabilitationseinrichtung der Stadt Hoyerswerda,
Also es gab so etwas schon und das war eigentlich für den Bezirk Cottbus damals halt, war das eigentlich schon beispielgebend, was hier gemacht und unternommen wurde. Also ich kann das auch aus eigener Betroffenheit sagen, ich habe eine behinderte Tochter. Also das war schon beispielgebend und sie war auch so ein Motor und konnte auch viele Leute anstecken und begeistern für ihre Idee. Und da hat sie manchmal sogar ihr eigenes Familien- und Privatleben hinten angestellt und hat sich nur um die Belange von Menschen mit Behinderung gekümmert. Also sie war Motor und Initiator, beispielhaft und vorbildhaft. Und das war für uns auch die Idee. Wir sprechen mit dem Mann und lassen uns von ihm die Genehmigung geben, dass wir den Namen Erika Heimann für die Stiftung verwenden dürfen. Man kann auch sagen, es ist die Stiftung der Lebenshilfe, aber somit hat die Stiftung ein Gesicht. Sie sagten gerade, die Stiftung hat ein Gesicht, die Lebenshilfe hat ganz viele Gesichter. Wir sitzen hier in den Wohnstätten. Ich denke, wer von den Besuchern hier mal war, der weiß eigentlich, wie viel Leben auch drin steckt. Wie schafft man es eigentlich über die ganzen Jahre, das so aufrechtzuerhalten? Weil es ist ja doch eine relative Ellbogengesellschaft geworden, sich trotzdem um diese Menschen so liebevoll zu kümmern. Entscheidend ist doch, dass man dafür Verständnis hat, dass man eine bestimmte Beziehung auch hat, dass man, und da muss man nicht betroffenes Elternteil sein. Ich sage immer so spaßhaft, man kann auch schwerst mehrfach normal sein, um sich für eine Sache zu begeistern. Und man muss einfach nur viel Mut haben. Ich denke auch, es ist ganz wichtig, dass die Lebenshilfe in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und wenn Sie hier die Stadt Hoyerswerda sehen, ob das in der Kindereinrichtung ist, ob das ein Integrationskindergarten ist, ob das die interdisziplinäre Frühförderung ist. Wir haben Außenwohngruppen, wir haben ambulant betreute Wohngruppen, wir haben hier die Wohnstätte mit den 4 Wohneinrichtungen und das Haus 5 hinten, wo die Geschäftsstelle sitzt, dort ist die Kurzzeitpflege untergebracht. Also wir spielen auf vielen Wiesen und man muss auch sehr begeistert sein dafür. Man muss einfach auch Freude und Spaß an der Sache haben. Ich habe letztens ein Interview gesehen mit dem Professor Dr. Kurt Biedenkopf. Der wurde auch gefragt, warum tun Sie sich das mit Ihren weit über 80 Jahren an? Und hat er nur gesagt, er hat Freude daran, noch wissenschaftlich tätig zu sein. Und das werden Sie auch hier immer wieder auch bei den Mitarbeitern gesehen haben und bei den Angestellten. Wir haben einfach Freude an der Sache. Und das Wirken, was ja Tom Mutters, der die Lebenshilfe in den 50er Jahren gegründet hat, war ja auch so ein Motor. Dieses Wirken, das soll eine Nachwirkung haben. Die Stiftung ist seit kurzem gegründet. Wie wird denn das Verfahren jetzt eigentlich laufen, wenn sich die Ersten melden, die dort wirklich Hilfe benötigen? Wie werten Sie das aus? Wie kommen die Leute eigentlich dazu, einen Antrag zu stellen? Wohin wenden Sie sich? Wir sind ja per Telefon und per Fax zu erreichen. Die E-Mail-Adresse gibt es auch mittlerweile und eine Internetseite wird auch demnächst freigeschaltet. Es fehlt noch ein Bild von einem Stiftungsratmitglied. Darauf warten wir. Vielleicht kriegen wir das heute noch hin. Und dann wird auch sehr zeitnah die Internetseite freigeschalten. Dort kann man per Download sich den Antrag herunterladen. Dieser Antrag wird auch in leichter Sprache sein. Also man hat dort die Wahlmöglichkeit. Sie können uns anrufen. Dann wird per Post Ihnen ein Antrag zugeschickt und die entsprechenden Unterlagen und Nachweise möchten wir haben. Dann sitzt der Stiftungsrat zusammen und das Gremium von den, wie gesagt, genannten 7 Stiftungsratmitgliedern befindet darüber und legt dann auch dem Stiftungsvorstand ihr Ergebnis vor. Und dann wird das entschieden. Das kann manchmal dauern. Da bitten wir auch, dass dort mit viel Geduld auch an die Sache herangegangen wird. Viel Geduld ist ja im Vorfeld schon aufgebracht worden, um das überhaupt ins Rollen zu kriegen, weil die rechtlichen Hürden sind ja heutzutage, denke ich mal, nicht ganz so einfach, oder? Wir haben es aber geschafft und da muss ich sagen, bin ich auch ein wenig stolz. Wir haben innerhalb von 7 Monaten die Stiftung auf die Beine gestellt und das sagt selbst die Firma, die uns begleitet hat, das war schon eine Glanzleistung. Wir haben auch am Anfang sofort die Ablehnung von der Stiftungsbehörde bekommen im ersten Schreiben, weil ein Passus in der Satzung war, den man so nicht wollte. Also wir haben die Hürden auch schon durch und da haben wir uns als Vorstand dann, wie gesagt, dem gebeugt und haben gesagt, okay, dann nehmen wir diesen Passus raus und dann wurde am 17. Dezember wurde dann vom Innenministerium, von der Stiftungsbehörde, wurde uns dann das Okay gegeben. Und in der ersten Januarwoche 2016 haben wir vom Finanzamt auch dann die Zustimmung und Genehmigung bekommen. Was wünschen Sie sich für die Stiftung?
Ich wünsche mir für die Stiftung, dass wirklich Menschen, die einen berechtigten Anspruch haben, dass die den Mut haben, auch diesen zu stellen, den Antrag, und auf uns drauf zukommen. Denn ich sagte ja am Anfang, es soll und es muss eine unverschuldete Notlage sein, die ich alleine nicht klären und regeln kann. Da wollen wir helfen und unterstützen, auch im Sinne von Erika Heimann. Und natürlich, was wünsche ich mir noch? Spenden und Zustiftungen. Herr Wiesner, ich danke Ihnen für die vielen Informationen und wünsche natürlich toi toi toi, dass das auch alles so klappt. Vielen Dank.